Moin Leute! Warte. Nee. Hellas, Leute! Willkommen auf Ibis Kanal. Mein Name ist Bimon. Der kann eh nichts, der Typ, der da. Der da? Nee, der da rum. Der da, der da drüben sitzt. Der kann eh nichts. Also, ich begrüße euch zur neuen Folge der Top 4 aus Kanto. Wir machen die Indigo-Liga und Bruno wird heute hart weggeklatscht und beobachtet es einfach mal. Auf meinem Kanal gab's Lorelei. Gibt's Agathe, okay, das ist eine alte Frau, aber auf alten Frauen lernt man das Reiten. Aber Ivy gibt's bloß Typen. Ivy gibt's Bruno, muskulös, Siegfried, hübsche Haare. Alles klar, Bimon. Leute, ihr müsst wissen, er ist sauer, weil ich habe auf seinem Kanal die Ansage gemacht, die Begrüßung. Jetzt ist er mad. Da war meine gerade viel, viel schöner, oder? Ich gehöre zu den Top 4. Mein Name ist Bruno. Willst du mir auch sagen können, dass du den einredest, du Spasti? Durch ausgiebiges Training können Pokémon sehr stark werden. Ich habe meine Pokémon pausenlos trainiert. Ivy, wir werden dich mit unserer Kraft bezwingen. Du bist längst im Kampf, also du bist viel zu langsam. Zum Angriff! Kann das jemand ein bisschen epischer gestalten? Also, was ich da eben gemacht habe? Nee. Ist das dein erstes Pokémon bei dir? Corazon! Mauzi. Miauts genau. So, ich kann doch mal Quaxo drinnen bleiben, Surfer. Er macht einen Mogelhieb, was ist denn das für ein Knecht? Oh, Mogelhieb. Nein! Oh, shit! Oh mein Gott! Was denn? Spiegelcape! 6 KP! Oh. Ist das dein Ernst? Ja. Also, das ist Matatabi, denk dran, ne? Wenn der down geht, bin ich echt böse. Aus. Ich gehe auf Rayquaza. Jetzt kommt Verfolgung, ich würde so lachen. Nein. Felswurf. Das macht Damage. Oh oh. Nein. Oh shit. Hätte er nochmal getroffen, wäre ich down. Mal jetzt ernsthaft. Das ist ein Corazon. Hat schon 2 Pokémon fast besiegt von mir. Mann, bist du ein Spaß. So, reicht die Drachenklaue aus für Corazon. Also ich schau über meine. Keine Ahnung, ich fahre gerade über irgendwas drüber. Oh. Ivy, du weißt, wenn du irgendwas säcke lässt, ne? Ich werde dich auf ewig hassen. Oh, das ist ein Hurensohn! Oh Gott, Alter, Leute, was soll ich dazu sagen? Das ist ein Corazon. Antikraft. Alter, jetzt kommt's noch, ne? Jetzt boostet sich's 5-mal hoch und dann sweeps dein Team. Und dann heißt's Bye-bye, Bimon. Ja, ne? Bye-bye, Albi. Jetzt kommt die Dropi rein. Also, ich hab nichts für Sagana-Büß, ne? Was gegen sowas hilft, ist um Psychokinese. Einfach Psychokinese drauf rotzen, das wird schon irgendwie helfen. Ja, ich mach jetzt auch mit Gardevoir. Mit Jesse. Leute, ich bin gerade richtig schockiert. Ich habe voll Angst gerade. Wenn Ivy sagt, er ist gut im CP, ne? Das ist der erste Hydropi, kann auch Spiegelcape lernen. Als Zuchtattacke. Aber mal ehrlich, das wird es nicht haben, oder? Was? Psychokinese? Hydropumpe. Mist. Oh, Glück, ey. Okay, Top-Genesung. Oh, also. Das ist echt hart. Was ist. Bimon? Ja. Ich mag es nicht, wenn du so atmest. Kannst du aufhören zu atmen? Wenn ich dir nachts in dein Ohr hauche, dann magst du es doch auch immer. Weißt du, was mir gerade einfällt? Was denn? Ich habe kein Elixier. Denkst du ich? Alter, das ist nicht zum Spaß hier. Ich meine, wie sollen wir bitte so weit kommen? Oh shit, Hundemann. Ich hätte auswechseln sollen. Wir hätten noch einen Don fahren. Alter, Albi, das ist echt heute. Biss, okay. Alter. Die Two-Hitten mich halt fast alle, ne, bei dem gerade. Ja, bei mir war es ja auch so, fast sogar One-Hit. Flammenwurf, das halte ich noch gut aus mit Logok. Barty. Okay, er ist ein Two-Hit.
Und das Problem ist, wenn die Pokémon von denen so hoch sind und unsere, also und August die erste Stufe haben, haben wir das Problem, dass wir keine EP kriegen dafür. Verstehst du? Ja. Oh shit, Latias. Oh Gott. Da wird irgendwas sterben. Na. Ich muss eigentlich auf Donphan gehen, aber. Shit. Warte, wenn Drache und Psycho speziell waren hier, dann habe ich das, hab ich eine Idee. Wenn Ivy sagt, er hat eine Idee. Wenn Ivy sagt, er hat eine Idee im CP. Naja. Okay, er geht auf Psychokinese. Ich weiß schon, dass ich auf deine Thumbnail auf alle Fälle Corazon drauf packe. Es hat einfach mal Quaxo auf 6 KP gehauen und drei Quasar auf 43 KP. Hätte er nochmal getroffen, wäre ich down. Alter. Wenn Ivy sagt, Corazon ist schlecht, ne? Oh Gott, wir haben es geschafft. Du, ich hab's noch nicht geschafft. Boah. Oh Gott, mir ging gerade ein Kaderschauer über den Rücken. Ich muss echt gleich mal da Hitze anmachen, ne? Ich mach gerade die Kombination aus Donnerwelle, Gedankengut und Seher. Und ich denke, das klappt. Das ist ganz schön assi, Herr Gär. Leute, es ist ein Latias. Ich muss es besiegen. Mit Seher. So. Quit. Ihr seht, die haben eingekauft, vorher Top-Genesung gab's. Wieso, Wieso was? Albi? Warte, okay, jetzt kommt Seher. Ich dachte, Seher kommt ein bisschen früher und ich dachte, ich mache ein bisschen mehr Schaden. Wenn er halt nichts sagt, ich habe halt echt Schiss, dass da Scheiße bei rumkommt. Ja, bei mir ist es ja auch so, wenn du nichts sagst. Okay, also, er ist fast down. Genesung, fest. Oh shit. Nimon hat Bruno besiegt, hatte zwar ein bisschen Probleme, aber Ivy ist das größere Problem. Ivy, komm, du schaffst das. Ich gebe gerade wirklich mein Bestes, aber Latias ist gerade wirklich ein bisschen stark. Aber mir fehlen auch so langsam die AP. Das Gute wäre bei Latias, ich habe einen Despoton und das ist halt echt nice gegen dieses Drecksviech. Und du hast das sowas nicht. Du meintest halt damals zu mir, du willst sowas nicht fangen und du lässt halt Jenny absichtlich verrecken. Ich muss mich konzentrieren, okay? Hör auf, über Jenny zu reden. Jenny ist tot. Man redet nicht über Tote. Oh nein, ey, er geht auf Genesung. Sollen wir jetzt auch nicht über Xomrik reden, der immer noch nachtraut? Xomrik übrigens an der Stelle, schöne Grüße. Wenn Albi einen sehr, sehr schweren Kampf hat und Beamer einfach nicht aufhört zu reden. Dass du damals gestorben bist und Albi halt einfach sacken lassen. Du denkst, das ist hier einfach, ne, gegen so ein Latias? Ja. Nee, es macht halt auch Spaß, nebenbei zu reden und dich zu ärgern. Also wenn Seher gleich trifft oder durchkommt, dann müsste er down sein. Aber ich chill mich jetzt gerade schön in mein DX-Racer und hör dir zu, wie du versuchst, gegen das Latias zu gewinnen. Okay, gut, dass du mir nicht zusehen kannst dabei. Ja, es ist echt ganz gut. Würde ich mich ziemlich beobachtet fühlen. Ist echt, ich gucke aber gerade in deine Richtung so imaginär, also Albi. Oh, Beamon, hör auf, lass es einfach. Er ist wieder topfit. Seher, auf plus 3. Er ist minus 1, spezielle Defensive. Das macht einfach nix. Es kann ein bisschen dauern, Leute, weil er einfach ganze Genesung, Top-Genesung einsetzt. Leute, wir wussten schon, warum wir die Liga-Parts einzeln cutten, denn das dauert halt allgemein immer ein bisschen länger, diese Kämpfe. Und wenn wir nicht speeden und wirklich gegen gute Pokémon kämpfen müssen, nicht so wie im ersten Kampf gegen Hutut und sowas, sondern wirklich gegen sowas wie Latias oder sei es drum, dass Rayquaza nochmal vor uns steht oder ein Groudon, diese Level 50. Und wir haben kein ausgewogenes Team. Ich habe zum Beispiel bloß Gesteinsboden und alles, was schwach ist gegen Wasser und gegen Pflanzen, habe ich im Team. Und das ist halt echt bescheiden, dann damit eine gescheite oder eine gute Strategie rauszufinden, wie du gegen einen Rayquaza oder gegen einen Groudon kämpfen musst oder so. Echt nicht so nice.
Hey, er ist minus 10.000 oder so und er überlebt aber immer noch eine Psychokinese. So, ich gehe jetzt auf, was kann Lisa? Nur Donnerattacken, wow. Ich gehe auf Don fahren, ey. Ich muss auf Don fahren gehen. Mach kein Abbeben, bitte. Nee, ich setze 100 Attacke ein. Top-Genesung, ey. Das ist so ein Assi, ne, Leute? Oh, shit. Und die Paralyse ist weg. Der ärgert dich echt, kann das sein? Ja. Und ich bin ein Two-Hit. Albi. Ich habe wirklich nichts gegen dieses scheiß Latias. Ich denke, ich muss irgendwas hacken lassen. Nein. Ich möchte das aber nicht, Albi. Ja, denkst du, ich will das? Du willst das nicht an. 110. Hast du? Er macht einfach so übertrieben viel Schaden. Ich muss auf Donner gehen und auf richtig übelsten Schaden hoffen. Sonst werde ich irgendwas sacken lassen müssen. Dann wünsche ich dir Glück, Albi, dass du triffst. Dass du A triffst und zweitens zum Glück machst. Der Hurensohn ist schneller. Und hat mein scheiß Ampharos besiegt. Das heißt, das war's nur für Despotor, ne? So. Die Frage. Ja, Despotor ist weg. Die Frage ist jetzt: Kann Rayquaza Latias outspeeden? Das ist gerade meine einzige Hoffnung. Wisst ihr das? Wie viele EVs hast du denn verteilt? Ich konnte gar keine EVs mehr verteilen. So viele habe ich verteilt. Du kannst bloß probieren. Ja, ich muss. Wenn, ich sag mal so, wenn jetzt Rayquaza down geht, dann haben wir Top 4 hier verkackt. Ja, schneller. Psychokinese. Ich habe 47 KP. Ja, mein Rayquaza ist weg. Hat er Seelentau als Item oder so? Also, Alvin, mach weiter, dass du mich heute vom DX-Racer, ich sag's dir. Ich krieg die Krise. Alter, Metagross und Despotor in einer Folge verloren. Bimon, das war doch nicht alles. Es kommt noch viel schlimmer. Der Typ setzt das ganze Genesung ein, Top-Genesung. Paralyse war weg. Er outspeedet mich mit allem. Er macht viel zu viel Angriff. Und ich kann nichts machen. Psychokinese auf Gardevoir. 18 KP. Ich kriege jetzt noch Gedonnerwelt, aber ich werde es jetzt nicht mehr killen können oder so. So, ich gehe jetzt auf Don fahren, dann gehe ich auf Walzer. Das ist meine einzige Hoffnung jetzt. Nebelball. Albi. Ist gerade was tot? Ja, warte, ich kann auch auf Stärke gehen. Gardevoir ist nicht tot. Boah, ich mach einfach keinen Schaden. Ich muss jetzt nochmal auf Paralyse hoffen. Jetzt noch ein zweites Mal oder auf ein Crit. Ja, Paralyse, okay. Und jetzt hat er zum Glück kein Top-Genesung eingesetzt. Endlich mal nicht. Kukuna kommt rein als letztes Pokémon. Ist es dein fucking Ernst? Und ich habe nur noch 4 Pokémon. Mit denen ich jetzt den Rest machen darf. Und das gleiche ist wie für Beamon. Wegen einem scheiß Latias. Ich bin gerade echt geschockt, ne? Was soll ich dazu sagen? Ich bin gerade echt... Du kriegst auch Scheiß-Pokémon, du kriegst Mauzi und alles. Geschockt. Er sagt, die nächste Herausforderung wartet bereits. Das ist dein Ernst? Damit, Leute, ist Rayquaza weg mit Metagross, Ampharos mit Despotar. Am liebsten würde ich jetzt in mein Bett gehen und einfach bloß weinen die ganze Nacht. Du, mir geht's genauso. Aber weißt du was? Was? Vergiss nicht,
eine Sache. Wir haben noch drei Trainer vor uns. Ich weiß, wir haben noch zwei Top 4 und einen Champ. Ich geh schon mal in den nächsten Raum. Ja, ich jetzt erstmal. Oh, ich könnte ich gerade heulen, ganz ehrlich. Rayquaza. Und Metagross. Genauso wie Ampharos. Und Despotar sind weg. Wenn Ivy Pech hat in der Soul Link Challenge und Beamon es genauso trifft wie ihn. Ja, Leute, das war's mit der Folge. Sehr, sehr, sehr großer Verlust für uns. Ich weiß schon, dass Beamon mir gleich so ins. Mich so beleidigen wird. Aber das kann mir genauso passen, warum soll ich dich da beleidigen, du Schlappschwanz, du? Das sagt er jetzt noch, Leute. Wisst ihr, was er da macht? Nach jeder Sonic-Folge? Na gut, das passiert. Das ist die Sonic-Challenge. Wie gesagt, das ist die Randomizer. Ich will jetzt bei Albi auf dem Kanal mindestens in dieser Folge 30 Mitleids-Likes haben. Oh, und Mann. In die Kommentare Hashtag Albi, ich hab echt Angst, wie die nächsten drei Kämpfe vonstatten gehen sollen. Wie sollen wir das machen? Wir müssen einfach hoffen, dass dann wirklich nur Sepa kommt, Maus und so weiter. Leute, es ist nicht mal bloß das. Wenn wir diese Liga abgeschossen haben, geht's weiter. Mewtwo fangen. Savvy Islands nochmal abklappern. Da die neuen Encounter holen. Dann müssen wir die Top 4 nochmal bashen, bevor das alles vorbei ist. Und das heißt, ohne Metagross, ohne Rayquaza und Despotar und ohne Ampharos. Und das wird dann etwas schwerer, könnte ich mir vorstellen. Wir hatten halt wirklich nicht viele gute Pokémon bekommen in der Sounding Challenge. Aber halt, die hast du gerade echt gut, geil verrissen, Albi. Die halt gut miteinander gelinkt waren. So. Wir haben zwar einzelne gute, aber das passt nicht immer. Deswegen ist es so schwer. Und diese sechs Pokémon, da hat es wirklich gepasst. Da war die Harmonie, fand ich schon fast perfekt. Aber nein, heute nicht. Heute nicht. Das Moment, wenn sich Albi Gär denkt, heute nicht. Heute nicht. So, Leute. Alles klar, Leute. Machen Schluss für heute. Wir sehen uns morgen dann bei Agathe auf meinem Kanal und hoffen einfach bloß, dass es da halbwegs gut läuft für uns. Und. Ja, sad life, Leute. Sad life. Rest in peace an Rayquaza, Ampharos, Despotar und Metagross. Ihr wart gut und, zu uns. Und all die anderen, die da schon oben sind. Ihr wart gut zu uns und bitte lasst ein Mitleids-Like da für Albi und euch und mich und Hashtag Oh. Haben wir euch lieb. Das wäre lieb, Leute. Tschüss. Wir sehen uns beim Beamon. Bis morgen.